Herzlich willkommen zum Sozialarbeiter ABC. Soziale Arbeit einfach erklärt. Heute mit dem Buchstaben V wie Versorgungsamt. Versorgungsämter sind Behörden der Länder, denen nach § 24 SGB I die Zuständigkeit zur Erbringung der Versorgungsleistung nach dem Recht der sozialen Entschädigung zugewiesen ist. Die Versorgungsämter unterstehen der Fachaufsicht der Landesversorgungsämter als Mittelbehörden und den Sozialministerien der Länder als obersten Fachaufsichtsbehörden. Ursprünglich führten die Versorgungsämter ausschließlich die Kriegsopferversorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz durch. Im Lauf der Zeit wurden den Versorgungsämtern unter anderem folgende weitere Aufgaben übertragen. Erstens, die Versorgung der im Rahmen der Zivildienstausübung an der Gesundheit geschädigten Kriegsdienstverweigerer. Zweitens, die Versorgung der Personen, die infolge einer staatlichen empfohlenen Impfung einen Gesundheitsschaden erlitten haben. Drittens, die Feststellung einer Behinderung und den Grad der Behinderung sowie die Feststellung weiterer gesundheitlicher Merkmale als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen nach dem SGB IX. Viertens, die Entschädigung von Opfern von Gewalttaten. Fünftens, die Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen der ehemaligen DDR. Und sechstens, in manchen Bundesländern die Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes. Die ursprünglichen, den Versorgungsämtern ebenfalls übertragene Soldatenversorgung ging mit Wirkung vom 01.01.2015 auf das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr über.